Wichtiger Faktor, wenn es um das menschliche Miteinander geht, ist die Sprache. Zunächst sollten einige wichtige Begriffe geklärt werden. Schwarz, die politisch korrekte und vor allem selbst gewählte Bezeichnung für schwarze Menschen. Weiß, die politisch korrekte Bezeichnung für weiße Menschen. People of Color, kurz POC, eine selbstbestimmte Bezeichnung von und für Menschen, die nicht weiß sind. Farbig, oft gut gemeint, aber total daneben. Die Verwendung des N-Wortes steht hier nicht zur Debatte. Warum? Es verletzt und erniedrigt Menschen. Das sollte als Grund eigentlich schon ausreichen. Zum besseren Verständnis möchte ich hier kurz zitieren. Zitat: Das N-Wort steht für die Herabwürdigung und Entmenschlichung schwarzer Menschen. Es zeigt sich sowohl in der deutschen Geschichte, Versklavung, Kolonialismus, Genozid, Zwangssterilisierung, Ermordung in Konzentrationslagern, als auch in der deutschen Gegenwart. So sangen die faschistischen Mörder von Alberto Adriano das kolonialrassistische deutsche Kinderlied »Zehn kleine und N-lein«, während sie den mehrfachen Familienvater feige und brutal zu Tode traten. Zudem bedient sich die rechtsextreme Polizszene allzu gerne des N-Wortes. Aber das ist doch alles Schnee von gestern. Nein. Auch 2018 wollte der MDR eine Sendung rund um die Verwendung des N-Wortes mit ausschließlich weißen Studiogästen ausstrahlen. In den Medien wird oft davon ausgegangen, dass alle Deutschen weiß seien. Wenn zum Beispiel von einem rassistisch motivierten Übergriff an einem schwarzen deutschen Menschen berichtet wird und die Tat als ausländerfeindlich oder fremdenfeindlich beschrieben wird, nicht als das, was sie ist, rassistisch motiviert. Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit sind nicht mit Rassismus gleichzusetzen und sie sind keine Synonyme für Rassismus. Gleiches gilt für rechtsextremistisch. Ich zitiere nochmal aus Deutschland Schwarz-Weiß, der alltägliche Rassismus. Der oft durch unpräzise Wortwahl in den Medien bestärkte Automatismus, alle rassistisch, fremdenfeindlich oder ausländerfeindlich motivierten Gewalttaten pauschal Rechtsextremen zuzuordnen, hat zur Folge, dass das Gros unserer Gesellschaft sich nicht mit den eigenen alltäglichen, ausländerfeindlichen oder rassistischen Tendenzen auseinandersetzen muss, da diese Taten einzelnen sogenannten Randgruppen zugeschoben und damit verbal aus der gewöhnlichen Gesellschaft entfernt werden. Dass sich aber rechtsextremes, rassistisches und demokratiefeindliches Gedankengut aber sehr wohl quer durch die Gesellschaft zieht, belegen Studien eindeutig. Take down the barriers, burn until they crumble.